So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Novalands. Beim letzten Mal haben wir einige Upgrades geholt, auf jeden Fall größeres Inventar. Wir haben uns einen Supercomputer und ein elektronisches Bauteil, nee, normalen Computermodul und elektronische Bauteile angeguckt. Haben unsere erste automatische Farm bekommen durch das Handeln und haben uns da unten eine neue Insel geholt. Auf welcher wir noch eine Quest haben mit von einem Wurm oder so. Hallo? Was möchten Sie, Herr Wurm? Hallo, mein Name ist William. Ich kenne dich nicht, aber du scheinst nett zu sein. Möchten Sie mir bitte 10 Jellies bringen? Sie können in diesen Hosen Kreaturen gefunden werden. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte wirklich Lust auf welche. 10 Jellies möchte der Mann. Ich sehe keinen einzigen Jelly hier. Was ist passiert? Ich habe doch meinen Kampfbot und hier ein Lager dafür. Ich habe Jellies hier oben in ein Lager geworfen, auf jeden Fall die paar, die ich hatte, aber das sind nur 6 Stück. Da müssen wir dir noch helfen. Ansonsten haben wir heute einige Pläne. Wir wollen hier die Mittelinsel umbauen. Wir haben sehr viele Shop-Punkte, gerade 650 sogar, und können da auf jeden Fall unsere Händlerlizenz zum Beispiel upgraden. Ich würde aber auch gerne das persönliche Raumschiff früher oder später noch angucken. Weil damit kann man was machen. Und wir haben noch den Sattel für das Schwein, den ich schon wieder vergessen habe. Okay, wir machen erstmal einen Sattel aus Holz. Fangen wir mit dem Schweinchen an, dann machen wir die Quest und dann gucken wir, was wir mit den restlichen Sachen hier machen. Sattel, sofort. Wollte ich eigentlich letzte Folge drin haben, glaube ich, den Sattel, aber egal. Schweinchen, Sattel? Wie sattelt man ein Schwein? Möchtest du Kreatur mit einem Sattel ausrüsten? Ja. Yo! Okay, wir reiten auf einem Schwein. Kann das Schwein mit uns von Insel zu Insel hüpfen? Ja. Und es guckt immer traurig beim Springen, jawohl. Okay, haben wir die Lösung dafür gefunden. Mich wundert's, dass keine roten Quallen mehr spawnen. Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab's realisiert. Die blauen Quallen essen eine rote Beere und werden rote Quallen. Hör auf, die blauen zu jagen. Da, guck mal, der isst es jetzt bestimmt. Oh, ich sehe ja die Beeren auf. Nein, 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 wir haben eine bessere Lösung. Warte mal, ich kann ja einfach hier so eine kleine Futterecke bauen. Und sagen, dass da einfach die Saftbälle auch rein sollen. So, genau, weil solange da Saftbälle drin liegen, sollten die ja da automatisch hingehen und die essen. Ja, der hat's gegessen. Ja, der brüht auch. Kommen so Funken über dem. Der ist im Entwicklungsstadium. Okay, aber die können sich noch eine Weile bewegen, nachdem die gegessen haben, bevor sie sich verwandeln. Ah ja, aber dann verwandelt er sich. Und mein Bot ballert den tot und dann wird er zu Jelly. Ganz schön anstrengend. Aber wir haben 10 Gelee. Herr Wurm, ich habe Ihre Quest erfüllt. Oh, danke. Du wirst nicht glauben, wie sehr ich die liebe. Nimm das als Belohnung. Mein wertvollster Besitz. Ein Skin, ein Wurmi-Skin und die letzten Schüsse deiner Waffe verursachen zusätzlichen Schaden. Danke. Extra Damage für mein Ballergewehr. Die letzten Schüsse. Sehe ich das auch optisch? Ah ja, sind dann grün. Cool. Okay, dann ergibt das schon mal alles Sinn. Dann haben wir das auch geklärt. Da ist schon wieder so ein komischer Meteorit. Hä? Der Wurmi war da. Hallo? Was machst du jetzt hier in der Base? Eines Tages werde ich riesengroß sein und den Planeten aufessen. Das ist sehr schön. Okay, chillt einfach jetzt hier im Dorf. Warum nicht? Mein Mount ist super cool. Für die Batterie haben wir leider immer noch keine Lösung, die wir brauchen. Und hier wird nichts hergestellt, weil Stahl fehlt. Und Stahl wird von unten nach oben geliefert. Aber die Stahlmaschinen sind doch an. Sogar 3 Stück, obwohl es 4 sein könnten. So, ich lass mal mein. Gib mir einfach mal meinen Stahl hier ab. Ist hier nichts Neues. Ah, ne, warte, das wird ja jetzt schon weggeliefert. Habe ich ja schon gesagt, dass es in die Mitte geliefert wird, ne? Ah ja, ich guck mal hier. Oh ja, da liegt ein bisschen was, genau. So, und warum stehen die jetzt still? Weil wir keine Glasflaschen hier haben. Weil die Glasflaschen sollen doch von hier nach da links geliefert werden und die sind auch an die Maschinen. Wir haben hier 4 Maschinen, die Glasflaschen herstellen. Wie können die Glasflaschen leer sein? So, es liefert die Glasflaschen hier hin, genau. Ja, okay, das mit der Geschwindigkeit von der Maschine kommen die Glasflaschen, glaube ich, nicht mehr mit. Dann erhöhe ich die Glasflaschenproduktion. Heißt, wir brauchen auch ein bisschen mehr Solarenergie. Ja, machen wir aber nochmal 4-mal Glas. So, stellen wir doppelt so viele Flaschen her wie vorher. Ja,
Glas habe ich ja hier mehr als genug. Ja, ist alles stuck wegen zu wenig Flaschen. Verrückt. Flaschentransport darf auch doppelt so viel sein. So, dann haben wir noch 2 Skillpunkte. Besserer Dünger. Wir wollen uns mal das schnellere verpacken. Ja. Und die besseren Samenextraktoren. So, dann ist das alles nochmal besser. Und dann gehen wir auf die Drohnen als nächstes. Weil die müssten ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Leveln irgendwann kommen. Hier lasse ich währenddessen nochmal so ein bisschen Sachen herstellen. Ein paar nochmal elektronische Bauteile. Damit können wir ja auch ein bisschen was erforschen und so. Ja, die Insel will ich noch zur Montageinsel umbauen. Aber vorher will ich gerade irgendwas Spannendes machen. Deswegen kaufen wir uns ein persönliches Raumschiff. Was macht man denn sonst mit seinem Geld? Transportiert dich zur Raumstation. Und wir kaufen uns noch eine bessere Händlerlizenz direkt. Und eine zweite Exportrakete wäre vielleicht auch smart gewesen. Aber dafür müssen wir erstmal jetzt mehr Sachen verkaufen. Und kriegen dann Verpacker und Händler 3 oder die Mega-Schmelzofen. 2 Stück zumindest. Bin ich gespannt, wie gut die sind. Persönliche Rakete. Transportiert dich zur Raumstation. Kostet ein bisschen Zeug. Und wo sollte die hin als auf unsere Startinsel? Können wir da in die Ecke mal hauen. So. Okay, tschüss, Schwein. Bis später. Was zur Hölle? Abhängig mit Aliens. Guten Tag. Irgendwelche Räume, irgendwelche Ausstellungsdinger. Irgendein Gigabrain-Altar. Eine Rakete, die mich einfach sonst wohin führt. Handel ich mit euch? Wahrscheinlich, hier sind ja irgendwelche Lagerräume. Vielleicht sollten wir erstmal mit der Person reden, die uns begrüßen will. Hey, was geht ab? Wo bin ich? Willkommen in der Raumstation. Dies ist ein sicherer Ort, ein Ort der Begegnung, ein Einkaufszentrum, wenn du so willst. Und ich bin stolz darauf, hier der Manager zu sein. Sie hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Mein größter Investor ist schon vor einiger Zeit weggezogen. Aber wer weiß, vielleicht kannst du mir unter die Arme greifen, damit wir es in kürzester Zeit mit Leben füllen können. Also, was hast du heute für mich? Eröffne einen neuen Shop, Kosten 300. Ah, ich kann mein Cash benutzen, um hier das Einkaufszentrum zu eröffnen. Das ist Mr. Alien. Danke, dass du mir vorhin geholfen hast. Wie laufen die Dinge da unten? Du und die Bots scheinen die Arbeit sehr ernst zu nehmen. Ja, macht Spaß. Dafür war ein Fragezeichen. Okay, das heißt doch, dachte, das heißt Quest. Süß wie hier ein Herz ist. Okay, also hier können wir unser Geld dann ausgeben, um Läden zu eröffnen. Die, was weiß ich, also das Spiel hat auf einmal immer mehr. Bin sehr erstaunt. Das Schweinchen hat gekackt. Feines Schweinchen. Ja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wo mangelt es hier? Fracht nicht bereit. Ne, wir brauchen einen neuen Vertrag. Den ersten haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir 50 mal 10 Stahl liefern. 50 mal. Wir können natürlich auch direkt auf Plastahl gehen. 5 Plastahl gibt uns 200 Geld. Haben wir schon. Oder elektronische Bauteile. Ach, guck mal, wir können sogar schon bis zu den Hypercomputern runtergehen, wenn wir wollen. Ja, machen wir erst Plastahl. Liefern wir Plastahl von mir aus. 5 Stück und 4 Treibstoff. So, sammeln wir unser Stahl hier auf. Und zack. Bringen wir Geld. Ja, das ist ja alles machbar. Genau, dafür müssen wir ja gucken, dass hier alles in Betrieb ist, damit wir das Zeug dann hier wieder rüber liefern. Perfekt. Ja, dann schieben wir mal hier um, ne? Hier, eigentlich, hier wollen wir einfach alles, was mit Kohle zu tun hat, einfach auf das hier, auf die Ecke begrenzen. Ich reiß mal die Felder erstmal hier ab. Level 33! Den Skillpunkt verbrauche ich sogar direkt. Stärkere Bots mit mehr HP. Jawohl. Genau. Ich habe schon 1000 Geld, ohne dass ich überhaupt hingeguckt habe. So, das haben wir alles abgerissen. Sehr schön. Jetzt haben wir halt da 4 Öfen mit Kohle und Stock. Ich weiß halt nicht, ob ich die überhaupt hier haben will. Ob ich das Kohle-Ding echt nicht einfach auf die Insel verschiebe. Wenn ich das Luftding hier runterschiebe, dann kann ich auf jeden Fall nochmal 2 Kohleöfen hinmachen. Einen. Okay, dann muss ich das Luftding echt woanders hinstellen. Kommt hier an die Ecke. So, dann haben wir halt super viel Holzkohle. Ja, dann tun wir Kohle halt in der Mitte nicht mehr herstellen. Schade drum. Und wenn ich doch mehr brauche, kann ich es ja später wieder herstellen. Dann haben wir meinen coolen Handelsposten. Ich hätte gern Wege. Ich meine, ich kann... Könnte leere Felder als Wege benutzen? Man weiß ja nicht. Dahin kann das Raketending. Ja. Warum blinkt das? Hast du den Vertrag schon abgeschlossen? Ja, dann verballer mal ein bisschen 500 Stahl. Das wird meinen ganzen Stahl verbrauchen, den ich hier habe auf der Insel. Wir haben nicht so viel Stahl gerade tatsächlich. Ja,
Ja, ich mach mal nicht mehr automatisch kurz. Wir haben 2000 Geld, das müsste ja auch erstmal kurz reichen. Dann zerlegen wir das hier. Und machen Biokraftstoffgenerator mal an der Ecke. So. Insel hat Strom. 24 sogar. Montageanlage. 2 Stück mal hinstellen. So, für elektronische Bauteile benötige ich Gold und das. Da müssen wir Gold in die Mitte liefern lassen. Okay. Das ist einfach. Wir machen das hier zu Gold, weil... Ne? Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal modulare Ziegelsteine überhaupt angesehen habe. Wir löschen die einfach. Die alten. So. Und benutzt werden darf hier super, super Gleitmittel. Und dann nochmal hier drunter 4 Stück für die Computer. Und nur einen 2. Biokraftstoffgenerator. So. Ich bin immer noch unzufrieden mit der Produktionsgeschwindigkeit. Was fehlt? Oh, das andere Zeug. Die Bots sind hier nicht schnell genug. Haben die Speed? Der hat Speed drin. Du da, bau das andere ab. Ja. Und er kriegt auch noch ein Geschwindigkeitsmodul. Bereit. So. Haben wir jetzt eine doppelte Ernte. Wie es aussieht, reichen die Felder aber auch nicht, die ich davon angepflanzt habe. Wir haben theoretisch nach unten noch eine Reihe frei. Können natürlich auch gucken, Dünger herzustellen und hier runter zu liefern. Damit es schneller wächst. Wie würde ich Dünger transportieren? Hierher. Hierher den Bub. Genau. Warum passiert nichts? Weil der Bot wahrscheinlich tot ist. Wo ist er? Der Bot ist hundertprozentig tot, aber ich sehe ihn nicht. Manchmal liegt der tot hinter einem Gebäude und das ist super ungünstig. Hä? Wo ist mein Bot hin? Ach, da ist er. Der arbeitet nicht in Hyperspeed. Ah, das ist das Problem. Stop. Let's go. Okay, jetzt arbeitet er wieder in Hyperspeed. Er kriegt noch einen 2. da oben. Warum nicht? 2 Bots, doppelte Arbeit da oben. So, wo würde ich besseren Dünger herstellen? Was, ein Skill? Ah, das ist ein Skill. Für 2 Skillpunkte ist der bessere Dünger. Es ist echt schwer, wenn man so in 10 verschiedenen Menüs die Upgrades hat, in welchem Menü man gerade sein Upgrade sucht. Boah, aber ich will auch gerade auf die Drohnen gehen. Auch wenn ich noch nichts von der Batterie weiß. Okay, ja, wenn wir da Skillpunkte brauchen, dann ist es ja erstmal kurz egal. Dann würde ich sagen, Shopping Time. Wir haben 2000 Punkte. Wir können uns ein paar Sachen kaufen oder ich öffne einen Laden. Hallo du. Also, was hast du heute für mich? Ich möchte bitte einen Shop bei Mr. Tentakelkopf eröffnen. Pow. Es wird renoviert. Und, oh, ja, sieht schick aus. Hallo? Ich bin ein neuer Kunde. Gaga. Die besten Preise, die besten Produkte, bla bla, du hast sowieso keine andere Wahl. Möchtest du eine Tasche? Tierklonermaschine. Unterschiedlich große Lagerorte. Er verkauft auch die Händler-Essenz. Er verkauft auch einen Bauplan für den Bauernhof, dass ich den wirklich bauen kann, anstatt dass ich den nur geliehen, also so ein paar davon habe. Ja, die größeren Lager nehme ich tatsächlich ganz gerne. Okay, du hast hier einfach die permanenten Rezepte von den Sachen. Ja, den Bauernhof halt einfach überall hinbauen zu können, ist schon ein massives Upgrade zu den normalen Feldern. Ja, gib her. Okay, wir haben den Bauernhof jetzt generell freigeschaltet. Und holen uns auch die Lager? Konnte ich widerstehen. Die Rezepte, das sind super coole Sachen. Tierklonmaschine. Klingt auch praktisch, aber ich hätte gerne sowas wie so einen Zaun für so ein Tiergehege. Das wäre cool. So mehr organisieren auf meiner Insel. Ja, oder ich nehme halt einfach eine meiner Inseln als Tierinsel her, wo halt nicht viel passiert. Ja, süß. Großer Lagerungsort. Ist halt auch größer natürlich, aber da passt halt dann noch einiges rein. Ja, was kostet jetzt die bessere Farm? Ah, ein so Computerchip. Davon habe ich 5. Okay. Dann nehmen wir die mal und bauen jetzt unsere Felder hier unten um. Das ist nämlich, die sind nämlich so ein Upgrade, diese Felder. Wenn ich da jetzt so eine Farm da dran klatschen kann, hier. Und einfach sag, yo, bitte bau mir Zuckerrohr an. Und das baut es jetzt automatisch an und kann es dann automatisch düngen und automatisch ernten. Meine Bots müssen nichts mehr machen. Was mir auch gleichzeitig wieder viel mehr Optionen auf jeder Insel gibt. Ich hätte noch hier super, super gerne den automatischen Dünger halt. Den besseren Dünger, dass der dann nach unten geliefert wird. Aber gerade ist es erstmal eine normale Pupstraße nach unten. Heißt, wir brauchen den Arm nochmal.
Und hier wird normal die Tierkacke geliefert. Dann kann ich sagen hier unten, jo, dürft gerne Tierkacke zum Düngen nehmen. Und zack, kann die Maschine auch noch die Felder düngen. Was wollen wir jetzt noch auf die Seite? So, wie baue ich die da dran? So. Und das ist jetzt ein Feld für die Corneliablüten, genau. Wie cool ist es, dass es das auch automatisch abbaut und alles. Passt da jetzt noch ein zweites drunter? Nee, da muss ich das alles echt weiter nach oben schieben. Okay. Oder? Warte. Nee, das geht noch besser auf. Tu mal kurz die Felder, die Lager einfach mal kurz wegwerfen hier so. So, und jetzt sollte da noch unten drunter nochmal eins passen, der Felder, oder? Nö, aber wir können die Sammaschinen an die Seite davon stellen. Hier einfach so. Genau. Eins, zwei. Zack, und dann können wir einfach nochmal doppelt so groß haben. Doppeltes Zuckerrohr. Und dafür kann ich dann ein Bot stoppen. Wir haben schon zwei Logistikbots auf der Insel hier. Oh. Na gut, ich glaube, ich brauche nicht noch mehr als zwei Logistikbots hier. Ja, ich brauche einen neuen Job für meine Roboter. Ich zerlege auch mal die Lager. Kann ich hier links und rechts so ein Riesenlager nebenklatschen? Genau. Das ist Zuckerrohrlager, wenn Zuckerrohr mal voll sein sollte. Und das hier ist ein Blütenlager. Ich liebe es, wie viel ich hier zu sortieren und räume. Oh mein Gott, das sieht auch richtig schön aus, so riesig. Ich liebe es, wie viel ich hier zu sortieren habe. Wie viel ich hier rumzuräumen habe. So, und das Feld wird auch gedüngt. Ja, jetzt sind die Felder automatisch. Das ist halt sick. Und automatische Felder würden die Felseninsel halt auch einfach komplett erfüllen. So, wir stellen hier um. Auf jeden Fall, dass wir erstmal 4 von denen herstellen. Und 4 Supercomputer herstellen. Es kostet sehr viel Plastahl, aber ist ja alles gewollt. Und wir müssen hier noch den alten Treibstoff rausnehmen. Guck mal. Deswegen kam kein Schmierstoff her. Jetzt kommt der gute Schmierstoff auch hier an. So, die Maschinen dauerhaft im Betrieb zu halten, wird ja eh alles kosten gefühlt. Wir brauchen mehr Credits, würde ich gerade spontan sagen. Heißt, wir müssen gucken, dass die Produktion hier richtig insane ist. Wie insane ist denn die Produktion? Wie viel von diesem Zeug haben wir? Es könnte besser sein, ne? Und wie wird das besser? Indem wir sagen, hier darf überall Schmieröl drin sein. Das verdreifacht das ja schon mal. Wir brauchen die Öfen. Wir brauchen diese neuen Öfen. Ja, müssen uns jetzt diese Superöfen holen, sonst Stahlproduktion und alles ist so langsam hier. Ich meine, ich kann hier vorsichtshalber nochmal 4 Raffinerien machen mit Stahl. Ja. So, stellen wir doppelt so viel Stahl her. Aber die Barren gehen ja hier auch leer langsam, das sieht man ja. Ja, okay, komm. Mach einfach Raketen damit. Let's go. Muss im Notfall auf Stahl warten. Ich muss jetzt das Feld hier erstmal abreißen. Dann schieben wir meine Rakete hier weg. Guck mal einfach kurz da so hin. Schieben wir das noch weg. Ich will nämlich erst die großen Lager hier so ein bisschen haben. 2 Stück oder so. Oh, das hat sogar hingepasst. So, 2 große Lager hier, 2 große Lager auf der anderen Seite. Und dann ist das alles ein bisschen mehr kompakter eingepackt. Das wäre der Plan. Aber ich hätte halt auch gerne so einen Bauernhof hier irgendwo. Komm, wir sind da. Und hier werden jetzt die Wasserpflanzen gepflanzt und geerntet. Zack. Genau, und dann habe ich da immer Wasser drin liegen. Brauche ich kein Lager fürs Wasser. Und kein Bot, der Wasser sammelt. Heißt, du bist gefeuert. Heißt, du bist wieder angestellt. Kriegst auch dein Module wieder, aber ich weiß nicht, was du machst. Bitteschön. Richtig cool, dass man das doch unendlich bekommen kann, die Farm. Ich dachte, man kann jetzt echt nur 6 Stück von diesen Ultra-Farmen haben, aber scheinbar kann man ja echt unendlich davon haben. Und das ist super. So, genau, jetzt ist hier ein automatisches Wasserfeld. So, das Wasserlager wird abgerissen. Da hat es kurz geleckt sogar. Aber im Prinzip ist der Gedanke, dass das Wasser einfach hier im Ausgangsbehälter chillt und das Restliche weggeworfen werden kann, weil das schnell genug produzieren sollte, um... Wohin liefern wir über Wasser überhaupt darunter? Oh, ganz schön viel Wasser da unten. Sind wir nur am Arbeiten und es wird die ganze Zeit weggetragen. Oh, wir brauchen hier unten mehr Wasser. Noch eine Farm? Eine Wasserfarm hier hinstellen? Wir brauchen nur so einen Chip. Ja gut, die Chips werden automatisch hier in die Maschine darunter gepackt. Ich mach mal hier aus 2 Stück. Einfach, damit ich erstmal so ein paar von diesen elektronischen Bauteilen kriege. Haben wir hier Platz für eine Wasserfarm? Hier. So, zack.
Und jetzt wird hier unten auch das Wasser angebaut für die Felder. Ich lege mal hier ein bisschen was in ein Lager, damit die Maschine hier auch laufen kann. Und ich nehme mein Reitschweinchen wieder mit. Warum habe ich das denn vergessen? Mein Speed-Bonus. Tatsächlich brauche ich, glaube ich, nochmal so ein Bärenlager hier. Die Insel gefällt mir richtig gut. Genau. Jetzt haben wir hier zwei so Felder. Und da kommen, dann wachsen die ganzen Bären dran. Können wir mal ein bisschen mittig schieben. So. Und den hier können wir hier abreißen. Keine Computerteile mehr hier. 25 elektronische Teile hergestellt. Zack, neuen Kopf bekommen. So. Volle Automatisierung läuft und es sieht richtig schön aus. Überall passiert was. Meine Arbeiterbots machen eigentlich gar nichts mehr. Also die sammeln auch auf der Insel die Sachen jetzt, ne? Ja. Dann fühlen sie sich wenigstens nützlich. Wie steht's hier drüben? Ja, noch haben wir genug von den Sachen. Wir haben keinen Stein mehr. Die Krabben und Kriegen machen alle kein Gold mehr. Ah, Tatsache, der sammelt Holz. Sammelt bitte wieder Stein? Ja. Das Holz sammeln können wir hier automatisieren auf der Insel. Mit einer Farm. Mit zwei Farmen, weil wir auch Wasser brauchen. Können halt Wasser auch liefern lassen. Ja, erstmal Wasser. So, ich lasse jetzt zwei Inseln mit Tierkacke beliefern. Wie läuft das? Ganz gut, aber ich würde sagen, wir brauchen mehr Farmen. Zack. Habe ich noch drei Schweine? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Unordnung massive. Das sehe ich auf jeden Fall. Da sind zwei Schweine. Läuft hier noch ein wildes Schwein rum? Nee, aber da oben müsste eins rumlaufen. Ja, da ist es. Komm in meine Tasche, Schweinchen. Ja! So. Schön, dass mein Schwein zusehen darf, ich welche hier anfange zu züchten. Gut, und wir kriegen jetzt auch dann Bären. Und damit die Bären besser funktionieren, brauchen wir hier eine Bärenfarm. Sonst geht das ja nicht. Und noch eine zweite. Bärenbusch. Habe ich genau 6 Stück. Zack, rein da. Nicht rein da? Warte, was habe ich da? Bärenbaum. Woher habe ich Bärenbaumsetzlinge? Weiß es nicht. Kannst du Bärenbäume? Oh, du kannst auch Bärenbäume. Mach halt 6 Bärenbäume da rein. Das sollte die Farm auch wesentlich besser machen. Ich pflanze hier weiter meine Büsche an, weil ich nicht nachdenke. Habe ich Bären, Büsche und Bäume, ja? Und jetzt noch ein paar Paare Lager abreißen und dann muss ich die Folge mal beenden, auch wenn ich irgendwie noch 500 Gedanken habe von Sachen, die ich hier optimieren kann. Diese Rakete hat einfach alles in meinem Leben geändert. Ist einfach ein neues Spiel für mich. So, das hier ist jetzt einfach das Holzlager. So, und wir fangen jetzt an, hier große Lager einfach so durch die ganze Insel einmal durchzuziehen. 4, 5, 6, 7. So. Große Lager sind aufgestellt. Oh, wie schön ist es auch, diese ganzen Lager jetzt hier einzureißen und einfach alles hier rein zu sortieren. Schaut euch diese Ordnung an. Oh, die Insel hat halt schon immer Probleme gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel Kohle, würde ich fast schon behaupten. Spontane Vermutung, aber ich tue mal einfach hier alle reinlegen, weil... Ja, ist voll. Die drei Lager hier am Ende sind so ein bisschen random. Oh mein Gott, da sind ja nochmal zwei Lager. Okay, kein Platz für die Kohle da. Was mache ich mit 400 Kohle? Ins Steinlager legen. Bitteschön. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich jemals wieder so einen lila Legostein brauche, aber ich habe ein Lager dafür. So, und das können wir auch hier rüber sortieren. Auch einfach komplett voll. Perfekt. Okay, Dünger funktioniert auch bei Pflanzen, die permanent gewachsen sind. Ich sehe, wie viel schneller hier jetzt gerade das wächst. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe nur Angst, dass der Bot mein ganzes Wasser nach da unten rechts sortiert und ich hier gleich ersticke auf der Insel. Weil der ist echt sehr fleißig dabei. Ich habe eine Lösung. Und sie besteht daraus, eine weitere Farm zu platzieren für Wasserbäume einfach. Dann muss ich kein Wasser hierhin liefern lassen. Ja, wir haben auch wieder zwei Level, aber die hebe ich mir jetzt tatsächlich einfach für die nächste Folge auf, wo wir dann anfangen, den besseren Dünger herzustellen. Und ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, weil ich ja jetzt wieder 3 Folgen am Stück aufgenommen habe, aber... Holy, dieses Spiel fesselt. Das ist schlimm. Und ich könnte noch jede Insel 5 Stunden weiter umbauen, weil hier könnte ich die Pilze auch automatisieren und... Ah. So, jetzt wachsen hier auch Wasserpflanzen. So, dann haben wir nämlich hier zwei große Lager und dann kann ich jetzt hier auf die rechte Seite daneben einfach auch nochmal 2 hinsetzen. Dafür muss ich nur das Lager nochmal verschieben, was man fast nicht mal mehr gesehen hat. Ist das platzmäßig, passt das hinter die Rakete? Ja. Ich weiß nicht, ob ich eine Rakete halt davor stehen haben will, aber
Theoretisch. So, jetzt sind wir das Lager auch. Scheinbar kann ich die Rakete einfach da in die Ecke setzen. So, fertig. Tschüss. Hier ist meine Kreaturenbox. Sand kann hier runter, genau wie Wüstenblumen. Was haben wir denn hier Schönes? 100 Beeren, nett. Stöcke, oh, endlich. Und die Bossblume, die kann noch da bleiben. Bossblume kommt hier auch rein, da ist auch das Bossmaterial drin. Ja, und die Beeren gehören ja eigentlich nach oben. Könnten die Beerenbäume düngen lassen? Ich werde noch mehr Schweinefarmen bauen. Weil, ja, alle Felder düngen lassen automatisch ist halt auch nochmal so ein Upgrade. Und ich verringere die Bienen, und ich verringere die Beeren für die Bienen, weil die sich zu sehr vermehren. Ist ein bisschen gruselig. Okay, ich habe Krieg mit allen Bienen gerade angefangen. Upsi. So beendet man eine Folge, oder? Man muss die Bienennester angreifen, damit die kaputt gehen. Ah, und die werden dann zu Bäumen einfach? Ja. Es sind mir zu viele Bienennester hier tatsächlich. Ja, und wenn da vier Bienen aus so einem Nest rauskommen, gruselig. Alles in Ordnung bei mir, keine Sorge, Leute. Ich kümmere mich nur um meine Bienenpopulation. So, jetzt muss ich nur ein Duell gegen 500 Bienen gewinnen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Jetzt gibt's, ja, so die kleine Ecke hier mit Bienenbäumen und der Rest ist einfach normal. Danke. Erinnert auf irgendwelche Bäume zu bepflanzen, danke. Ein drittes Schwein noch eingepackt und jetzt sind wir wirklich, wirklich, wirklich für heute fertig. Ich habe auch schon wieder 2000 Währung und alles, aber nein. Wir packen nur kurz unsere drei Schweinchen hier rein. Kriegen nochmal ein bisschen mehr Dünger. Und ja, hoffen, dass das dann soweit reicht als Farm für alles. Sieht doch soweit sehr gut aus. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Lovenance. Ich freue mich auf sehr viel Feedback, Kommentare. Was kann ich noch besser bauen? Was habe ich übersehen? Was habe ich vergessen? Weil hier sind so viele Sachen. Hier habe ich bestimmt irgendwas noch vergessen, was ich optimieren kann und so weiter. Deswegen haut es dann gerne in die Kommentare. Hier in der Mitte, da läuft's. Wir haben, ja, 5, 6 Computermodule hier drin. Also 11 Stück schon. Wir können in die Raumstation noch mehr Läden kaufen. Wir haben auch 2000 von der Währung, wo wir... Hier war es der Shop, ne? Genau, da können wir uns die Verpacker auch holen und noch mehr Exportraketen. Beziehungsweise einfach auch den nächsten Händlerausweis und dann die Mega-Schmelzöfen beim nächsten Mal aufstellen. Die machen ja wahrscheinlich dann auch ultra viel. Bin sehr gespannt. Beziehungsweise wir können uns auch das Rezept für den Mega-Schmelzofen direkt holen. Das wäre wahrscheinlich besser. Und mit den Super und mit den Chips können wir ja hier auch noch alles erforschen in die Richtung Hypercomputer. Eieieiei. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer überforderter Zimmelmann.